Ja, hallihallo ihr Lieben. Ich habe heute mal wieder einen Vlog für euch. Und zwar soll es so ein bisschen um das gehen, was ich mache, wenn ich offline bin. Denn ich habe euch oft in Twitter und Instagram schon davon ein bisschen erzählt und was gezeigt. Und jedes Mal kommt so, wow, Coco, kannst du nicht ein Video dazu machen? Und ja, das soll irgendwie so ein Einstieg sein, um zu schauen, ob euch das wirklich gefällt. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch direkt mal, um was es geht. Ich habe ja schon in einem Video erzählt, dass ich die Empfehlung bekommen habe, mir quasi ein Hobby zu suchen, was ohne Strom und Internet funktioniert. Als Internet-Junkie, so wie ich das bin, ja, wenn ich eine halbe Stunde offline bin, dann kriege ich schon Schweißausbrüche, ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Aber ich habe tatsächlich was gefunden und zwar flechte ich jetzt mit Paracord. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, was das ist. Es handelt sich um Fallschirmsprungseile, die es in verschiedenen Stärken und Farben gibt. Und ich mache da keine Armbänder draus, wie die meisten Leute das im Internet machen, sondern Hundehalsbänder und Leinen. Und das, muss ich sagen, macht mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Und ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was ich da so mache, was ich für Material dafür schon mir besorgt habe und zeige euch vor allem mal, was da bisher so bei rumgekommen ist. Ja, mein allererstes Paracord-Stück, das ist das gute Ding hier. Das ist eine vierfach geflochtene Hundeleine, die einen sogenannten Retriever-Halsband hat. Also da ist das Halsband direkt an der Hundeleine schon dran. Das Ganze ist weitenverstellbar. Ich habe hier also zwei Ringe für einmal kurz tragen und einmal lang tragen. Also das wäre die Handschlaufe, das andere hängt ihr euch drüber. Und das war tatsächlich das allererste Stück, was ich gemacht habe. Dieses vierfach rundflechten, das hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Ja, das hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Meinen zweiten Versuch, den seht ihr hier. Das ist ein Halsband für den Watson und ich könnte das auch schon fast als Halsband nehmen, wäre ja vielleicht gar nicht schlecht. Das ist ein sogenannter White Solomon Knoten, den ich in zwei verschiedenen Farben, also Schwarz und Diamond gemacht habe. Das Ganze mit einer Plastikschnalle und einem D-Ring und ja, das war tatsächlich so das Erste, was ich dann für den Hals gemacht habe und das ist auch schon einigermaßen von dem Watson quasi getragen worden. Nächste Stufe war hier dieses Cobra-Halsband mit einer Metallschnalle dieses Mal. Ich habe also auch diverses Zubehör ausprobiert und hier habe ich aber dann mal neben dem normalen Knoten ein Flechtmuster mit eingearbeitet. Das mag ich dann eigentlich auch sehr gut. Und da in dieser gleichen Technik habe ich gerade aktuell auch eine Leine für den Hund meiner Schwester gemacht. Die sieht so aus. Also das ist jetzt mit einer Handschlaufe mal und dann eben hier dem eingeflochtenen Streifen und hier dem Karabiner. Die hat also quasi einen Mops. Auch eine schöne Story. An Weihnachten habe ich dem Graf Koks einen Gürtel geflochten. Im Schweiße meines Angesichtes habe ich 8 Stunden meiner Zeit in diesen Gürtel gemacht und ich gehe ja immer so alle zwei Wochen mit so ein paar Damen hier in eine sogenannte Flechtgruppe, die wir hier gemacht haben. So bin ich auf das Ganze dann auch eigentlich erst gekommen. Und als ich dann erzählte, dass jemand einen Gürtel flechtet, also außer mir war noch jemand da, der das macht, sagt er zu mir, ein Gürtel aus Paracord ist wohl das Hässlichste, was ich mir vorstellen kann. Und ich hatte gerade das Weihnachtsgeschenk fertig geknotet. Da war ich natürlich not amused, aber er hatte einfach eine völlig falsche Vorstellung davon, wie sowas aussehen kann. Und als er dann das Paket aufgemacht hat und diesen Gürtel gesehen hat, fand er ihn dann doch ganz cool und konnte sich sogar an seine Aussage überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, typisch Männer eben. Da der Watson ja zur Vertretung der doch sehr großen Hunde zählt, habe ich mich dann an ein ganz breites Halsband gewagt. Das ist ein sogenanntes King Cobra. Das heißt, ihr macht erstmal einen Cobra-Paracord und flechtet das dann da drumrum. Das Ganze habe ich mit Zugstopp gemacht. Das finde ich sehr angenehm, sowohl für den Hund als auch für mich. Ich denke, meine Halsbänder in Zukunft werde ich immer so machen. Und mir gefällt auch das Muster an dem Watson super gut. Und da will ich jetzt auch nochmal unterschiedlichste Farbkombinationen flechten.
Ebenfalls zu Weihnachten habe ich dieses Geschirr für den Mops von meiner Schwester gemacht. Das musste ich nur leider noch einmal neu machen, weil es dann doch nicht passte, so wie ich es ausgemessen hatte. Aber eben auch sehr schöne Farbe und hier auch wieder mit dieser Flechttechnik, wie ich euch das jetzt schon ein paar Mal gezeigt habe. Und weil ich die Maße ja gerade passend hatte, habe ich dann noch ein Geschirr mit so Blümchen gemacht. Das hat hier dann auch noch diese Paracord-Seile. Die muss ich jetzt noch abschneiden, aber damit ich das Geschirr nicht nochmal machen muss, habe ich eben die dran gelassen, dass wenn der Hund dann jetzt hier wieder zu Besuch ist, ich das dann genau anpassen kann und es dann dementsprechend vielleicht auch nochmal aufmachen kann. Mein aktuelles Projekt, was ich gerade mache, ist ein Geschirr für den Watson. Auch da hier wieder so, wir bewegen uns in eine etwas größeren Richtung. Das ist der Bauchgurt, den ich mit einem sogenannten Sanctified-Knoten geknotet habe. Und der Brustgurt, der sich dann jetzt später teilt, ist in einer etwas anderen Art, weil man dieses Muster hier einfach nicht spalten kann. Und das muss ich ja hier machen, damit sozusagen am Kopf dann ein bisschen was rund geht. Ja, neben diesen ganzen Projekten, die ich jetzt schon gemacht habe, habe ich auch schon sehr ordentlich zugeschlagen, was das Paracord angeht. Ich kann euch sehr gerne hier mal ein Foto einblenden von meiner neuesten Bestellung, die ich gemacht habe. Das war in Amerika. In einem Paracord-Shop, der wahnsinnig tolle Muster hatte und ich, also diese Bestellung ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich habe jetzt erstmal für diverse Projekte ganz, ganz tolle Farben. Auch da gibt es Limited Editions, also das ist genauso ein bescheuertes Hobby wie, wie Make-up. Da kann man also auch ganz viel Geld lassen, aber es macht halt einfach super viel Spaß. Man kann sehr kreativ sein und immer wieder neue Sachen machen. Also ich bin zum einen sehr froh, dass ich viele Hunde in der Familie habe, die jetzt dann demnächst mit Leinen und Halsbändern dann ausgestattet werden. Ich habe aber auch schon diverse Schlüsselanhänger gemacht und. Ja, und ich überlege tatsächlich, ob ich das tatsächlich, dieses Hundethema mit dem Paracord, auch auf meinem Channel jetzt mal bespielen soll. Es gibt sehr viele Armbandmuster und vom Prinzip her ist es ja dann auch immer das Gleiche. Aber ich habe jetzt halt schon festgestellt, dass es häufig dann kein gut ausgeleuchtetes Video ist oder eben kurzweilig verarbeitet. Also die Hundefreunde unter euch können mir da ja sehr gerne mal Feedback da lassen. Ansonsten, wenn ihr das total doof findet, mache ich es vielleicht trotzdem. Ich weiß es nicht. Ich habe euch ja auch erzählt, dass mein Channel wieder so ein bisschen mehr meine Party wird und ich auch ein bisschen Bock habe, das zu produzieren, was mir Spaß macht, unabhängig jetzt von den Drogeriegeschichten, die euch ja dann auch so Spaß machen. Also da müssen wir einfach mal gucken, das weiß ich jetzt noch nicht. Natürlich wird es immer wieder Drogerie-Neuheiten geben. Ich habe aktuell eine Pressemitteilung vom P2, wo ich euch ein bisschen demnächst was zu erzähle. Ja, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Mein kleiner Ausflug in die Paracord-Welt. Und das habe ich jetzt so ein bisschen mit euch geteilt. Also mal wieder ein etwas privates Video. Ich werde euch mal hier unten meinen letzten Vlog verlinken. Da ging es darüber, ob YouTuber dem Boyband-Tod sterben. Und da war ich wahnsinnig begeistert über euer Feedback, was ihr mir geschrieben habt. Also wenn ihr Bock habt, schaut da noch mal rein. Ansonsten könnt ihr meinen Channel sehr gerne abonnieren, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Und für heute sage ich einfach ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Eure Coco.